Herzlich willkommen zu Slizzeriot oder zu Slitto oder zu Slizzo. Oh, da heißt einer Türkisch Power. Ja, und freut mich, dass ihr hier mal wieder am Start seid bei dieser neuen schönen Episode. Oh Gott, Leute, Slizzeriot, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss echt mal ein bisschen besser spielen hier, ne? Ich verkacke immer so krass eigentlich in dem Spiel. Ich habe mich auch nicht irgendwie mit Facebook oder so verbunden, weil viele sagen immer, ja, Melek, verbinde dich doch mal an Facebook. Du kannst ja dann einen anderen Skin und so haben, aber irgendwie hat mir das noch nie wirklich, ja, Motivation, Schub gegeben, Inspiration zu geben, hier einen anderen Skin zu haben. Oh, der eine musst du irgendwie dran glauben, es tut mir leid, dankeschön. Ja, und ich spiele mal wieder mit der linken Hand, denn die rechte Hand ist bekanntlich besetzt. Logischerweise. Nee, wehe, du isst mich jetzt, wehe. Ja, und ich wollte heute ein bisschen über das Thema, der will mich, glaube ich, aufessen, kann das sein? Alicia heißt die. Die, genau. Und zwar über Vorurteile und sowas. Was ich irgendwie interessant finde bei YouTube, was da alles für Vorurteile fließen, das ist einfach unglaublich. Weil ich finde das schon krass, wie die einen oder anderen da wirklich Vorurteile. Boah, wie aggressiv die alle spielen, ne? Also ganz ehrlich, die spielen extrem aggressiv hier. Oh Gott. Okay, jetzt vorsichtig sein. Vorsichtig sein, vorsichtig sein. Immer cool bleiben, ne? Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, und zwar über Vorurteile. Ich finde das mega krass, Leute, wie gemein und perfide Vorurteile heutzutage ablaufen. Also das finde ich wirklich übel. Wenn ich so überlege, was für Vorurteile gegenüber ApoRed geschoben werden, dass er, keine Ahnung, nicht das Recht hätte zu leben und irgendetwas anderes. Das ist einfach verdammt krass, was für ein Hate der momentan abbekommt. Meistens natürlich auch ein bisschen unberechtigt. Einiges vielleicht auch berechtigt, aber so ist nun mal Internet, dass man versucht, immer wieder irgendjemand Lustiges zu finden. Jetzt ist wieder Zeit, früher war es irgendwie Lyant, also der eine Rapper. Ich sag jetzt auch mal mit Absicht die Namen, damit ihr einfach wisst, wovon ich spreche. Ich habe mit keinem Probleme, für die Leute, die sich vielleicht irgendwie das fragen sollten. Ich finde alle cool, ich finde selbst so ein ApoRed cool, weil die Videos trüben doch oft sehr, wie ich finde, weil so ein... Shit, das war selbst schuld, weil so ein ApoRed kann eigentlich im echten Leben auch ziemlich cool sein. Ihr müsst euch das mal durch den Kopf gehen lassen. Also das sind ja eigentlich nur Videos. Könnt ihr euch echt vorstellen, dass ApoRed so ein Unhold ist, wie er in den Videos ist? Ich bezweifle das. Und ich muss auch zugeben, nein, das ist er nicht, weil ich ihn auch schon öfters persönlich gesehen habe und der war bisher immer cool und ich nehme den Kerl jetzt auch nicht in Schutz, sondern sage lediglich meine Meinung. Kein Hate, auch wenn sein Content wirklich fragwürdig ist. Jetzt will ich auch mal hier, boah, ich dachte schon, ich krieg gar nicht mehr diesen Punkt hier. Kein Hate jetzt oder so, aber viele urteilen halt wirklich schnell und viele springen halt auch nochmal auf diesen Hate, auf diesen Hate-Hype, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade. Ich verstehe auch nicht, warum das Leute wirklich machen. Meistens natürlich auch Gründe, weil sie es unterhaltsam finden. Die meisten sind dann halt natürlich auch minderjährig unter anderem. Oh, danke schön, den haben wir gut bekommen. Yeah, lecker, 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 lecker. Und es ist wirklich schade, es ist wirklich schade. Deswegen mein Tipp vielleicht an euch, hört auf, irgendwie auf Hate oder so rumzuspringen. Also alle, die meine Videos schauen, wenn ihr wirklich von mir etwas haltet, okay? Wenn ihr irgendwie denkt, wow, Melek hat schon ein bisschen recht, dann hört mir jetzt genau zu. ApoRed ist anders als in seinen Videos, okay? ApoRed ist ein ziemlich cooler Kerl, der sich auch mit vielen gut versteht. Eigentlich mit jedem, muss man einfach mal sagen. Vielleicht ist das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht sogar falsch. Aber ich habe bisher gute Erfahrungen gemacht und deswegen sollte man vielleicht nur über Menschen urteilen, mit denen man auch irgendwie Kontakt gehabt hat. Und für die Leute, die jetzt wahrscheinlich auch wieder schreiben werden, Melek, du machst gerade wieder Clickbaiting. Melek, du redest über Themen, die vielleicht für einige interessant sind. Nein, das interessiert mich auch und das will ich euch sagen, weil das einfach ein wichtiges Thema ist auch, was Hate und so angeht. Ich sag das jetzt auch nur so nebenbei, weil ich ein bisschen Slitto spiele. Es gibt einige, die machen nur Random Talk und spielen Slizzeriot und sind unproduktiv und so weiter und so fort. Also das kommt halt auch nochmal dazu. Für die Leute, die es vielleicht interessiert. Und auch so Leute wie KS-Freak und so weiter und so fort. Wie gesagt, Hauptthema wird jetzt hier nur ApoRed sein. Deswegen hört auf, ihn vielleicht zu haten. Klar hat er sich das alles auch selbst zu verantworten mit dem Content, den er da produziert. Mit den ganzen Pfeilen, Kreisen und so weiter und so fort. Das muss jeder selbst entscheiden, Leute. Deswegen nicht so knallhart sein. Oh, hier gibt's viel Futter. Danke.
Immer schön. Oh, danke. Oh, oh, oh. Oh, jetzt sind wir tot. Na, ganz toll. Machen wir das nochmal. Ja, im Spiel kann man relativ schnell sterben. Einige haben auch geschrieben hier, was ihre... Wie heißt es? Wieso lädt er jetzt nicht? Ja, laden. Bitte laden. Oh, der lädt irgendwie scheinbar nicht. Interessant. Geben wir mal einen anderen Namen ein. Melek? Nö, der lädt scheinbar nicht. Irgendwie Durchfall oder sowas. Naja, auf jeden Fall wollte ich halt ein bisschen über dieses Thema sprechen. Ich finde es halt wirklich krass, was da momentan abläuft. Ich finde es schade. Das muss auch nicht sein, dass ich über den einen oder anderen irgendwie Blasphemie betreibe oder sowas. Hate ist eigentlich nie gut und das, was jetzt hier Hate abläuft, das ist einfach nur, manchmal einfach nur kindisch, unseriös und einfach nur, der hat den angegriffen, der hat den angegriffen. Völliger Mumpitz. Deswegen urteilt nicht über ihn, wenn ihr noch nicht irgendwie ihm die Hand geschüttelt habt oder nicht, weil ich bin mir sicher, wenn ihr vor dem sein würdet und er euch begrüßen würde, ich glaube, ihr würdet da ganz anders reagieren, wenn ich zumindest der Meinung. Ich würde nicht behaupten, dass ihr... Oder zumindest meine Zuschauer hier bereitwillig wirklich sind, ihm zu sagen, dass er ein verdammter XXX-Sohn ist und so weiter und so fort. Das glaube ich einfach nicht. Ja, in diesem Sinne, haut rein, das war wieder eine Folge. Slitherio oder Slitho. Und bis dahin, inklusive Bug hier. Ciao.